Ach ja? Ja. Ja. Du hast die Straße schon kapiert. Ja, naja. Es geht alles um Lächeln und Weinen. Ich geh auf die Knie und blicke Richtung Horizont. Die Jugend ist gefickt, weil sie nicht weg von den Drogen kommt. So ist der Werdegang, wo aus Kindern nichts werden kann. Ich hab Paras, weil man überall nicht sterben kann. Die Stadt, sie schläft nie, guck nachts gehen die Laternen an. Hör gut zu, denn von mir kannst du noch was lernen, Mann. Mein Körper, er ist von Narben gezeichnet. Vielleicht reicht die Weiche oder mein Arm, wenn mich reichte. Verzweiflung, Paranoia in mein Kopf, herrscht Chaos. Sie greift jeder vergeblich nach den Sternen Star Wars. Blatt in Blatt auf, Geschichten aus meinem Lebenslauf. Der Kiez wird verkauft, sie treiben uns mit euren Mythen raus, blaues Licht, Mütter, die am Tatort weinen. Guck mal um die Ecke, wo sich kleine Kinder nah den teilen. Zu krass, um wahr zu sein, doch so bin ich aufgewachsen. Keiner jetzt benötigt, hier auf uns aufzupassen. 97, Technoparty, Kudamm. Wir haben, also keiner wusste das, dass so viele Leute wissen. Ne? Fast also 2 Millionen Leute waren unterwegs. Dann haben wir alles verkauft, bis Brot, Kartoffel rein und ein bisschen Knoblauchsoße, weil wir haben nichts mehr. Und für 5 Mann. Waffen und Rauschgift, fand ich meine Brüder lieber Gott, ich will raus hier. Doch was ist unsere Aussicht? Wir drehen uns im Kreis, dieses Leben ist nicht leicht, jeder Weg hat seinen Preis. Ich bin Mustafa Demir, ich komme aus der Türkei, Nordost-Türkei, Schwarzmeer. Und ich bin seit 79 in Berlin. Vater war 68 in Österreich als Gastarbeiter, dann ist umgezogen nach Berlin und dadurch war ich 72 und 74 hier, mal 2 Jahre Schule gegangen. Dann war nicht besonders, also dann sind wir mit Familie, Mutter umgezogen nochmal nach Türkei. 1979 bin ich wieder zurückgekommen. Ich bin seit 35 Jahren Dönerschneider, also Dönerverkäufer. Mahlzeit, ich habe eine kleine Laden gepachtet im Breitscheidplatz, am Breitscheidplatz, also in Kantstraße, 163 war das, ja, wo die Gedächtniskirche ist. Ganz kleiner Laden, da war es nicht so besonders los. Kam jemand zu mir, sagt, er will Hähnchendöner bauen, aber keiner nimmt ab, also 2-3 Mal zu mir gekommen und ich habe am Ende gesagt, okay, machen wir. Okay. Dann habe ich den Hähnchendöner geholt, gehängt, läuft, aber was anders, ja, 1996. Dann kam neben uns ein Laden frei. Ich musste diesen Laden auch mieten, weil ich wollte keine Konkurrenz haben. Ne? Habe ich den, also das war auch mit Sitzgelegenheit. Und ein paar Monate betreiben und läuft nichts. Dann musste ich schließen, aber habe ich Käse, also was da übrig geblieben von Restaurants, habe ich mitgenommen an kleine Laden. Und dabei, ich musste also mit dem Käse was machen. Ne? Dann habe ich angefangen zu bröseln, ein bisschen frische Dill und jeder Döner einen Löffel. Und Strohne war kistenweise da drauf, dann Käse alle, Strohne alle, aber der Wille war nicht alle. Alle wollten noch mal, immer noch Käse und Strohne haben. Ja. Also Kindheitstraum habe ich nicht gehabt, aber
Ich habe hier 79 ein Jahr so Zwischenschule gemacht, also Deutsch lernen und so. Und danach also, habe ich angefangen zu arbeiten. Erst habe ich Wäscherei gearbeitet, Autowerkstatt gearbeitet, Putzfirma gearbeitet, war nicht für mich. Dann hat jemand mich eingestellt, also als Tellerwäscher und so. Hab ich gesagt, okay, wenigstens hast du keine Hunger hier. Anfang 80er Jahre war Döner nicht so leicht verkaufen an die deutsche Kundschaft. Und interessiert niemand. Nach und nach ist gefolgt. Ja. Kreuzberg, ich mache einen eigenen Laden mit Garten und richtig mit Holzkohlendöner und also richtig mit selber machen. Also. Letzte, vielleicht im kommenden Jahren, also richtig original Mustafa Kebabhaus und richtig mit Fleisch. Vielleicht versuche ich also das Fleisch aus der Türkei, sehr schwer, aber kann man also wegen einer Tierkrankheit, also aus Anatolien darfst du nicht, aber Europa-Seite darf man. Ende, reicht.